Hey Leute, letztes Mal lief es ja richtig, richtig, richtig super. Und vor allen Dingen hat das Video gezeigt, wie wichtig ist, dass Mac und Pilot zusammenpassen. Ich hoffe mal, das geht jetzt ähnlich gut weiter. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall Vasquez freigeschaltet. Was hat der denn hier so standardmäßig? Der hat ein bisschen Kühlung, ein bisschen Schild, Kator. Ja, okay, er ist quasi so eine Mischung aus Burton und Sherman, so ungefähr. Also ein bisschen, bis halt auf diese Verstärker da. Naja, okay, nicht so ganz. Eher ist es eine Mischung zwischen, oder ist ein halber Burton, sagen wir mal so. Obwohl, er hat ja auch einmal sowas. Rot war, glaube ich, für Missiles. Müssen wir mal gucken. Dann nehmen wir diesmal einfach Vasquez und gucken mal, was wir denn hier haben. Er hier hätte zum Beispiel eine Menge Rot, aber auch eine Menge Heat. Das ist halt jetzt echt die Frage. Gut, ein bisschen Kühlung hat er. Also bei ihm müsste man ja eigentlich schon irgendwas mit Missiles dann nehmen. Das könnte echt ein bisschen schwierig werden. Was haben wir denn hier noch so? Du hast kein Rot. Du hattest auch noch ein bisschen Rot. Das würde besser mit Dodo dann wieder passen. Und er hier hat jetzt das nicht. Das Problem bei ihm, bei Medusa, ist halt, dass wir dafür Kühlung brauchen. Ich bin jetzt mal so verrückt und nehme Vasquez und Medusa. Und dann gucken wir mal. Ich brauche auf jeden Fall primär Kühlung. Also die Waffen sind schon super, aber die Kühlung ist halt die Sache. Ja, okay, dann wen gehen wir denn mal an? Ich würde mal sagen, so hier Hammerhead sollte jetzt nicht so das Problem sein. Gerade am Anfang muss ich sehr viel mehr auf die Hitze achten. Okay, er könnte das halt schon jetzt blocken. Deswegen ist da jetzt die Frage, also er kann mich jetzt nicht wirklich angreifen. Ich starte jetzt einfach mal hier mit. Und ich hätte hier mit eigentlich starten müssen. Ach verdammt. Ja, wenn ich das hier schon nehme, dann ist halt auch... Nehmen wir mal das. Dann habe ich schon direkt Hitze. Ich darf eigentlich die Hälfte der Hitze haben und dann wieder ein bisschen abbauen, damit ich dann vielleicht nochmal etwas mit mehr Hitze spielen könnte. Das ist jetzt alles so ein bisschen blöd. Aber gerade die ersten Gegner sollten wir ja eigentlich auch problemlos erledigen können. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal das hier und dann Plasma Cannon. Dann bitte nochmal Shield. Das lief doch schon ganz gut. Jetzt fehlt auch nicht mehr viel. Jetzt haben wir allerdings schon so viel Hitze wieder. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen ein bisschen Kühlung und wir brauchen nicht unbedingt mehr Energie, sondern ich gucke noch mal, was können wir denn hier noch kriegen. Ich müsste ja auch nur einmal Schaden machen, dann sollte das jetzt auch passen. Jawohl, gut. Und was haben wir? Heatsinks. Ja, das ist ja ein bisschen mager. Das ist ja jetzt echt ein bisschen mager. Aber Ablative Plating, ich weiß nicht. Reposition, ja, nee. Das ist dann halt auch wieder Hitze. Machine Guns haben wir jetzt. Ja gut, haben wir auch. Also das bringt es jetzt nicht hier. Nehme ich lieber hier Machine Gun. Das war doch jetzt echt ein bisschen sehr mager. Ja, gut, wie starten wir denn jetzt? Wir könnten natürlich gleich schon mal ein bisschen Druck machen. Du willst auch direkt angreifen. Ein bisschen Verteidigung wäre nicht verkehrt, ein bisschen Kühlung auch nicht. So.
Dann hätten wir jetzt, dann könnte ich theoretisch hier nochmal Plasma Cannon nehmen. Dann ist das aber auch schon wieder so viel Hitze. Ja, die Möglichkeiten sind jetzt hier echt ein bisschen begrenzt. Ein ganz bisschen. Aber wir haben Schaden gemacht. So. Damit wären wir schon am Limit, was jetzt ehrlich gesagt nicht so toll ist. Auf der anderen Seite... Wir können natürlich das einmal nehmen. Dann das. Ja, aber dann haben wir halt wieder zu viel Hitze. Okay. So, dann muss ich jetzt erstmal auf irgendwas verzichten, was Hitze generiert. Da haben wir noch ein bisschen Kühlung und Verteidigung. Das ist generell, glaube ich, auch eine ziemlich gute Karte am Anfang. Schon allein wegen den zweimal Block Damage. Okay. Dann muss ich jetzt eigentlich, kann ich das oder ich nehme das einmal. Und nochmal Machine Gun. Und dann haben wir auch schon gewonnen. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Vented, ja, auf jeden Fall. Dodge wäre natürlich auch sehr nett, aber das ist halt wieder zu viel Hitze. Danach bräuchte ich wahrscheinlich nochmal eine Karte mit Kühlung. Nehmen wir dich hier. So, was hast du denn? Du könntest auch direkt schon echt eine Menge Schaden verursachen. Ja gut, wir haben ja jetzt hier schon Vented. Dann schöpfe ich jetzt hier aus dem Vollen. Gut. Nehmen wir Machine Gun. Wir müssen jetzt Schaden machen im Prinzip, weil ich habe ja sonst keine andere Möglichkeit, jetzt Schaden großartig zu blocken. Jawohl, das hat ja super funktioniert. Heatsinks. Ja, gut, ne? Ist jetzt okay, aber ist jetzt nicht so toll. Und das hier brauchen wir nicht. Noch mehr. Ja, nee, na gut, dann nehme ich das. Dann nehmen wir das. So, dann werde ich auf jeden Fall immer mit sowas hier starten, mit der Plasma Cannon. Und was haben wir denn hier noch? Wir nehmen mal das. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd. Dann nehmen wir schon mal Tactics für die nächste Runde. Und Vented auf jeden Fall. Low Profile. Und zum Schluss. Das ist halt auch schon wieder zu viel Hitze. Also Machine Gun will ich jetzt erstmal nicht spielen, weil das können wir dann ja auch noch kombinieren. Dann mache ich das nämlich jetzt lieber erstmal so. Ach, das ist ja jetzt echt doof, dass er gleich das passende Shield dafür hat. Dann nehmen wir nochmal hier eine Plasma Cannon. Nochmal eine Plasma Cannon. Dann müssen wir jetzt hier, nehmen wir jetzt die Brechstange. So, einmal das noch. Und... Nehmen wir noch Heatsinks. Das läuft jetzt gar nicht mehr so reibungslos gerade. Ja, wir müssen eigentlich schon Schaden machen. Das alles andere ist so ein bisschen... Gut, wir können das einmal nehmen.
Ich muss jetzt auch ein bisschen mehr darauf achten, dass wir den Schaden dann blocken. Sonst könnte das nämlich echt ziemlich doof werden. Geht doch. Jetzt haben wir nochmal Heatsinks. Ja, Ground Attack Missiles wäre natürlich auch super. Aber das, ich brauche eigentlich noch einmal hier was zum Hitze senken. Dann könnte ich auch mal Ground Attack Missiles nehmen. Dann müsste das ungefähr so, ja, so ungefähr, glaube ich, schon passen. Also ich gucke jetzt hier ebenfalls auf erstmal immer, dass wir was Vernünftiges haben, um dann auch Schaden machen zu können. Also das ist jetzt hier mit dieser Starthand. Die ist ja echt so ein bisschen mager. Gut, fangen wir mal damit an. Du machst Schaden, dann machen wir mal damit weiter. Und das ist gerade alles ein bisschen blöd. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Plasma Cannon. Dann nehmen wir die auch. Dann können wir uns... Das ist halt die Frage. Ich glaube, ich nehme dann hier Ablative Plating. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Idee. So. Ventit. Ich würde gerne noch mal gucken, was wir denn hier bekommen könnten. Dann nehme ich noch mal hier Heatsinks und das ist halt gerade echt so ein bisschen blöd. Oh ja, das hat auf jeden Fall wehgetan. Fangen wir damit mal an. Dann setzen wir noch mit einer Plasma-Kenne nach. Das könnte hier echt ein bisschen blöd werden. Nehmen wir das erstmal. Okay, dann nochmal hier Plasma-Kenne. Dodge einmal. Ich muss halt wirklich Schaden machen, sonst ist das hier gleich vorbei. Okay. Nehmen wir... Ach, kann so viel Schaden machen. Dann nehme ich hier direkt schon mal was zum Abwehren. Und... Wenn wir nach Karten gucken... Das geht so nicht. Dann hätten wir hier wieder... Ja, mit Reflective Plating komme ich jetzt auch nicht allzu weit. Es sei denn, er spielt den Laser, dann wird das ein bisschen helfen. Ich nehme mal die Karte. So, er zieht Karten. Dann werden wir das einmal nehmen. Okay, dann haben wir... Ah, jetzt will er... Ja gut, dann brauchen wir erstmal noch so ein bisschen Verteidigung. Nehmen wir die Plasma Cannon und zum Schluss hier nehme ich, glaube ich, nochmal Machine Gun. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Dann würde ich direkt nochmal hier Plasma Cannon nehmen. Also primär mache ich jetzt auch die ganze Zeit, versuche ich mit Plasma Cannon zu benutzen. Und die dann wieder runter zu kühlen. Hm.
das ist halt jetzt auch so eine Sache. Ich glaube, ich nehme hier einmal Dodge. Yay, Medusa ist Level 2. Vesquez ist Level 2. Was haben wir hier? Nochmal Heatsinks. Das wird langsam ein bisschen viel. Ja, gut, die anderen Sachen waren jetzt... Jetzt brauche ich das aber überhaupt nicht mehr. Werde ich das dann auch nicht mehr nehmen. Jetzt hätte ich gern noch mal die ein oder andere Karte, die halt viel Schaden macht. Und die kann von mir aus dann auch viel Hitze erzeugen. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal. Wir starten mal mit hiermit. So, dann nehmen wir einmal wieder Plasma Cannon. Und ja, will ich den Schaden jetzt abwehren, ist die große Frage. Ich glaube, das ist die beste Option. Dann produzieren wir auch keine Hitze mehr. So. Dann haben wir hier wieder eine Plasma Cannon. Und mit den anderen Sachen. Heatsink nehmen wir. Ja, das war jetzt schon wieder ganz nett. Dann versuche ich das jetzt mal mit Machine Gun Plus und Machine Gun. Ich kann jetzt nur leider den Schaden da nicht abwehren, aber das ist jetzt nicht unbedingt so das Problem. Konnte ich doch. Okay, ich habe nichts gesagt. So, Plasma Cannon. Nutzen Flamer. Dann nehmen wir mal Low Profile. Gut, du machst wieder Schaden. Das kommt mir halt recht entgegen, weil dann bringt das auch wirklich was. Dann kann ich auch öfter mal Karten ziehen, wenn ich eh so gut runterkühlen kann. Ja, das sieht doch schon mal wieder ganz gut aus. Dann nehmen wir Plasma Cannon. Und gleich können wir doch schon wieder hier das einmal runterkühlen. Plasma Cannon kann ich jetzt leider nicht benutzen. Okay, was machen wir? Ich kann mal Machine Gun nehmen. Und auch Machine Gun. Aber dann machen wir das so. Geht doch. Und jetzt hätte ich gerne eine Karte, die vernünftig Schaden macht. Energy Cannon für die nächste Runde. Ja, Pilot Skill Tactics. Dann haben wir zwei Shield. Ja gut, dann nehme ich Energy Cannon. Ich brauche halt einfach noch so ein bisschen was, was mehr Schaden macht. Plasma Cannon. Ich könnte natürlich jetzt schon, ich glaube, ich nehme dann Efficient Heatsinks. Und wir können dann hier nochmal Karten ziehen. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Karten. Gut. So, dann bitte einmal Plasma Cannon. Und dann Energy Cannon können wir noch nehmen. Gut, dann hätten wir jetzt Anfang der Runde schon mal 3 Damage. Und was den Rest angeht, ist das jetzt natürlich die Frage. Ich würde natürlich gern hier das erstmal wieder komplett runterkühlen. Machine Gun will ich halt jetzt nicht nehmen. Dann nehmen wir mal das. Gut, wir können Machine Gun nehmen und Machine Gun, die spiele ich dann eigentlich nur noch, wenn ich die kombinieren kann. Ja, Plasma Cannon hiermit kombinieren ist halt ein bisschen schwierig. Weil das ist dann generell zu viel Hitze. Okay, wir können aber auf jeden Fall hier nochmal eine Plasma Cannon nehmen. Du nimmst dann Shield für die nächste Runde. Alles klar.
So. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Mit so viel Shield. Ja, das lohnt eigentlich nicht. Da mache ich hier, dann setze ich jetzt hier auf Verteidigung. Das ist mir dann zu blöd. Okay, dann können wir das einmal so machen. Nächste Runde schon mal hier ein Shield. Und was den Rest angeht. Das ist halt die Frage. Nehmen wir das mal. So, dann nehmen wir auf jeden Fall wieder Ventheat. Und jetzt hätten wir auch wieder eine Plasma Cannon. Jetzt habe ich leider nichts, um mich hier zu verteidigen. Gut, dann nehme ich Machine Gun und Machine Gun. Okay. Energy Cannon wäre jetzt halt echt eine schlechte Wahl. Deswegen nehmen wir erstmal das. So, dann können wir jetzt hier auf jeden Fall noch Hitze erzeugen. Dann nehmen wir auch das noch. Jawohl. Ja, Energy Cannon passt da jetzt nicht unbedingt so rein, aber wir hatten halt nichts anderes zur Auswahl. Das war so ein bisschen das Problem dahinter. Nehmen da jetzt nochmal Plasma Cannon. Okay, Ventheat. Boah, ich müsste jetzt eigentlich Schaden machen. Gut, Energy Cannon kann ich mir im Prinzip wieder sparen, weil in der nächsten Runde werde ich dann eh keinen Schaden machen können. Ich müsste jetzt ja eigentlich schon... Na gut, ich könnte halt den Schaden jetzt noch blocken oder ich nehme hier einmal Machine Gun. Ja, genau, dann können wir den nämlich so erledigen. Gut, was haben wir hier noch? Machine Gun. Oh ja, das ist auf jeden Fall... Das wäre natürlich auch sehr nett. Wobei ich gehe dann halt hier schon wirklich sehr stark in die Offensive. Bei Tactics ist das halt so eine Sache. Gut, das sind zwei Schild, aber dann halt erst für die nächste Runde. Aber das ist auch nicht so verkehrt. Aber ich versuche dann, glaube ich, erstmal so die Kämpfe über mehr Schaden zu gewinnen. Weil generell von den Startkarten her macht er dann halt schon echt... Hat da schon eine Menge Bums. Kostet dann halt zwar auch viel Hitze, aber mittlerweile können wir das ja ganz gut kompensieren. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, gucken wir mal. Dann nehme ich natürlich wieder Ventheat. So, dann hätten wir auf jeden Fall... Nehmen wir einmal Machine Gun. Dann nochmal Machine Gun. Oh ja, das macht dann schon echt eine Menge Schaden. So, einmal Dodge bitte. Und... Ja, im Prinzip kann ich die Karte hier immer spielen, weil ich muss halt eigentlich immer dann auch runterkühlen. Weil anders ist das halt schon so ein bisschen schwierig. Okay, grün und orange. Oder gelb-orange. Ups, dann nehme ich auf jeden Fall das hier erstmal. Wow, dann nehmen wir das. Jetzt will er es echt wissen. Ich glaube, ich nehme erstmal noch hier Verteidigung für die nächste Runde. So, dann haben wir hier nämlich schon ein bisschen was. Also Reflective Plating bringt jetzt mal gar nichts. Ja, Plasma Cannon. Oh Gott, ja, das ist jetzt echt...
richtig blöd. Machine Gun hebe ich mir wieder auf für die Combo. Und was den Rest angeht, müssen wir halt jetzt echt mal gucken. Ich nehme erstmal wieder das. Dann können wir vielleicht gleich auch mal Energy Cannon. Und bei Energy Cannon ist es gerade schon wieder so ein bisschen blöd, weil nächste Runde Shield. Okay, dann nehmen wir mal das. Bei die Energie bräuchte ich jetzt halt auch nicht in der nächsten Runde. Ventit. Ja, können wir noch nehmen. Gut, war jetzt nicht so verkehrt, aber generell ist das halt jetzt alles so ein bisschen. Würde ich erstmal. Ich nehme jetzt mal Energy Cannon. Ja, das passt dann jetzt halbwegs erstmal. Okay, so. Low Profile. Und. Tactics. Dann kann ich jetzt auch wieder eine Menge Hitze erzeugen. Du willst mich halt direkt dann auch schon wieder angreifen. Gut, dann machen wir das halt auf die harte Tour. Geht doch. Nochmal Energy Cannon. Ja gut. Ich würde fast sagen, ich nehme hier einmal Tactics mit den zwei Shield, weil, ach, das sieht man jetzt da auch in der Kartenvorschau. Ich bin ja auch clever. Das ist ja die vorige Stufe dann. So, ich nehme jetzt mal das mit, weil ich habe bisher jetzt, glaube ich, noch gar nichts mit Verteidigung genommen. Also ganz ohne ist dann halt auch doof. Okay, dann fangen wir mal hiermit an. Und nehmen dann das mal. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall erstmal hier Heatsinks. Dann kriegen wir halt Schaden. Das tut schon ein bisschen weh, aber das geht erstmal noch. Gut, dann können wir damit den Schaden blocken. Dann machst du damit noch mehr Schaden. Okay, dann nehmen wir das nochmal. Und jetzt versuche ich hier nochmal ein bisschen Schaden zu machen. Nehmen wir einmal Ventit noch mit. Ja, das sieht doch jetzt vom Schaden schon mal gar nicht so verkehrt aus. Dann können wir Machine Gun nehmen. Und dann nochmal Machine Gun. Und den Schaden können wir dann blocken soweit. So. Das ist jetzt halt schon ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier aber auch zweimal Plasma Cannon direkt wieder. Wovon wir dann allerdings auch nur eine direkt spielen können jetzt. Okay. Ha. Das könnte halt wieder echt knapp werden. So, dann nehmen wir wieder Plasma Cannon. Und Ventit. Es hat noch nicht ganz gereicht, aber wir sind kurz davor. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen halt jetzt echt ein bisschen aufpassen. Damit wir uns hier nicht verzetteln. Ich ziehe noch mal Karten.
und das möchte ich mir gerne erst nochmal aufheben. Die brauche ich eigentlich bisher nicht so wirklich. Gut, könnte ich mit Plasma Cannon kombinieren. Allerdings wäre das, ob das jetzt so wirklich lohnt, ist halt die Frage, weil das wäre dann halt auch so viel Hitzeentwicklung. Okay, Plasma Cannon. Plasma Cannon. Brechstange Plasma Cannon. Safety Override. Ja, dann hätte man verteilt. Das finde ich generell eigentlich angenehmer, dass ich nicht so viel Energie dann in einer Runde habe, sondern dass ich das so ein bisschen verteilt. Die Karte ist, glaube ich, ganz okay. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Card Draw. Hiermit könnten wir das dann noch mehr verstärken. Zählt das denn, wenn ich zweimal so ein Pluszeichen hintereinander mache und dann das nächste Spiel, die nächsten Angriff spiele? Wie zählt das dann? Verdoppelt Next It's. Ja, das ist halt echt eine gute Frage. Ich will das mal ausprobieren. Ja, gut, du nimmst direkt Shield. Das heißt, ich werde jetzt erstmal keine Plasma-Kenne nehmen. Dann würde ich lieber erstmal hier Karten ziehen. Und du willst direkt ein bisschen Schaden machen. Das Shield heben wir uns dann natürlich auf. Was den Rest angeht, müssen wir jetzt mal gucken. Hier mit dem Rot kann ich jetzt nicht so wirklich was anfangen. So, dann nehmen wir als erstes mal Shield. Dann ziehen wir nochmal eine Karte. Ah, das sieht halt jetzt auch nicht so toll aus. Das geht aber, okay. Gut. Ich hätte gern noch Karten, danke. Ja, das ist gerade nicht so praktisch alles. Das ist in der Tat nicht so praktisch. Eieiei, dann sind wir schon auf die Hälfte runter. Und ich muss hier direkt mal ein bisschen mehr für Kühlung sorgen. Ich muss halt jetzt eigentlich auch immer alles blocken nach Möglichkeit, weil sonst kriege ich hier echt noch ein Problem. Okay, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Dann nehmen wir nämlich einmal Machine Gun. Einmal das hier. Oh ja, das kann man sogar, kann man mehrere hintereinander nehmen. Das ist ja echt nett. So, du willst eine Menge Shield für die nächste Runde. Das heißt, ich habe jetzt hier voll Plasma Cannon. Das ist halt auch nur so ein bisschen nicht so richtig optimal. Ah, es reicht. Alles klar, Medusa ist Level 3, Vesques ist Level 3. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt hier? Proficiency Ballistics, ja genau. Dafür bräuchte ich für sowas, für längere Ketten bräuchte man halt auch mehr Energie. Die Frage ist halt, ob sich das dann auch wirklich lohnt oder halt nicht. Ich glaube, ich nehme dein Energy Cannon. Okay, so, dann gehen wir mal den Taurus hier unten an. Und packen direkt wieder die Plasma Cannon aus. Den Schaden kann ich jetzt wahrscheinlich nicht blocken. Ja, sieht jetzt nicht so gut aus. Zu viel Hitze. Zu viel Hitze. Okay. Wir nehmen einmal das.
Ja, das ist gerade alles nicht so toll. Ging so. Auf jeden Fall mehr Kühlung bitte. Und hier Verteidigen und Kühlung, das ist super. Mit der Plasma Cannon komme ich jetzt halt auch nicht so weit. Was den Rest angeht, ja gut, dann nehmen wir das noch. So, dann machen wir das erstmal. Können wir auch wieder Plasma Cannon benutzen. Beziehungsweise Energy Cannon. Was hast du denn hier? Kannst du irgendwas großartig blocken? Nee, dann würde ich auf jeden Fall hier zweimal die Plasma Cannon benutzen. So, dann einmal bitte wieder runterkühlen. Und das können wir dann ein bisschen blocken. Was haben wir denn hier noch so für Optionen? Gut, das war es dann eh schon wieder. Was haben wir denn hier? Reflective Plating. Ob ich das jetzt noch nehmen sollte, ich weiß nicht. Glaub nicht, nein. Also ich nehme dann Reflective Plating. So, wie sieht das hier aus? Nehmen wir dich. Und ja, Standard Plasma Cannon und dann erstmal gucken. Okay, dann können wir das auch schon nehmen, weil das kühlt dann halt auch noch ein bisschen runter. Und dann können wir die 2 Damage auch direkt abwehren. Das ist doch schon mal super. Dann haben wir hier auch noch Energy Cannon für die nächste Runde. Oh ja, das sieht jetzt auf jeden Fall echt gut aus. Nur was hier gerade so die Karten angeht. Na gut, damit kann ich. Das habe ich auch noch nie wirklich benutzt. So. Dann würde ich natürlich. Du machst halt auch eine Menge Schaden, aber wir haben mehr Lebenspunkte. Beziehungsweise Panzerung. Okay. Plasma Cannon. Er kühlt runter. Das wäre für mich jetzt auch mal gar nicht so eine schlechte Idee. Dann könnten wir uns für nächste Runde hier noch ein bisschen mehr Energie holen. Ja, das hat jetzt wieder ein bisschen weh getan. Wir haben jetzt 4. Das heißt, wir könnten erstmal Karten ziehen. Wir könnten dann nochmal Plasma Cannon spielen. Und das Ganze nochmal runterkühlen. Das ist alles ein bisschen unpraktisch. Ha, also wenn, dann spiele ich die mal, weil er halt hier noch die Farben hat und das nicht. Aber das hat auch schon gereicht. Energy Cannon, diesmal mit 4 Damage und jeder Menge Hitze. Okay, sehe schon, wohin die Reise geht. Verzögerter Schaden. Ist dieses Abzeichen, diese Medaille das Beste? Kann das sein? Das ist besser als das hier, ne? Den nehme ich jetzt Medusa. So. Plasma Cannon ist natürlich erstmal gar keine Frage. Du willst direkt Damage machen, da können wir jetzt leider nichts gegen machen, aber ich hole mir schon mal Block für die nächste Runde. Nehme ich ein bisschen mit. Das ist halt jetzt echt ein bisschen, So, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir Energy Cannon für die nächste Runde nehmen. Und das dann noch mehr runterkühlen. Hm.
Das passt eigentlich alles noch so gut. Ja, nee. Machine Gun will ich jetzt nicht nehmen. Diese Machine Gun Combo kann ich natürlich auch super benutzen, wenn ich mal Hitze abbauen muss. Deswegen, ich könnte jetzt eigentlich sagen, ich spiele jetzt nochmal Plasma Cannon. Dann einmal das. Okay, dann nehmen wir uns hier mal Shield. Ein bisschen. Das wird jetzt leider für die Combo nicht reichen, aber wir könnten hier nochmal Plasma Cannon nehmen. Yay, gewonnen. Reflective Plating ist auch ganz okay. Und die anderen Sachen hier mit kombinieren. Nee, dann nehme ich Panzerung. So. Taurus. Gut, für den Anfang ist das alles ein bisschen blöd an Karten. Ja, diese rote brauche ich jetzt halt hier nicht. Runterkühlen muss ich jetzt auch nicht. Er macht gerade keinen Schaden, deswegen ist das halt auch ein bisschen blöd. Gut, jetzt hat er doch noch Schaden gemacht. Alles klar, okay. Dann nehmen wir Energy Cannon, weil wir haben gerade nichts anderes. Hat auf jeden Fall auch schon ein bisschen Block. Wir könnten den Schaden so ansatzweise dann blocken. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall nehme ich erstmal das. Und das wären dann 4 Damage. Wir können dann 1, 2 davon abwehren. Ja gut, dann nehme ich nochmal das. Und ja, Hitzeabbau. So. Können wir definitiv da schon mal abwehren. Er hat halt jetzt auch schon eine Menge Hitze. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht da eine nette Combo zusammenbekommen. Ja, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Wir haben halt nicht gut aus. Er hat jetzt schon wieder so viel Shield da. Ich mache das jetzt trotzdem, weil das ist halt die beste Option gerade. Wir haben halt jetzt auch so viel Punkte. Da wurde gerade ganz schön viel verballert. Ja, okay, dann ist das gerade, ja, wir müssen halt runterkühlen. Und der ganze Krempel ist gerade ein bisschen blöd. Wir hatten jetzt zu viel Hitze, das wäre so gut gewesen, da hätte er nämlich nicht das noch großartig abwehren können. Er hat jetzt Shield. Ich nehme jetzt erstmal Energy Cannon. Und Tactics. Das sieht doch jetzt schon mal recht gut aus. So, wir könnten jetzt auf jeden Fall auch nochmal hier eine Plasma Cannon nehmen. Um dann richtig Druck zu machen. Oh ja, das haut richtig rein. So, was haben wir hier? Safety Override. Guided Missiles. Ach, nee. Ja komm, dann nehme ich hier noch mehr Kühlung.
Aber wenn man halt so viele Karten davon hat, dann kann es natürlich auch mal blöd laufen, dass man direkt am Anfang dieses ganzen Kühlungskarten Heatsinks auf der Hand hat und nicht viel anderes. Weil jetzt sieht das doch eigentlich wieder ganz gut aus. Jede Menge Plasma-Cannons. Da können wir damit doch erstmal jede Menge Druck machen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall... Ich hätte gerne mal ein bisschen Kühlung. Verdammt! Okay, jetzt. Wow. Ja, das ist gerade auch super. Okay, ja, dann nehmen wir das hier noch. So. Dann würde ich halt jetzt gerne schon wieder Schaden machen. Könnte halt noch mal so ein paar Karten gebrauchen. Kühlung ist schon mal eine ganz gute Idee. Machine Gun könnte ich... Ja, nee, wird sich jetzt nicht lohnen. So, jetzt hast du da direkt jede Menge Shield. Das ist in der Tat blöd. Dann ziehe ich lieber hier noch mal ein paar Karten. Energy Cannon können wir jetzt leider nicht spielen. Wir könnten aber das hier spielen, vorsichtshalber. Man greift jetzt nicht an. Okay, dann nehmen wir das noch. Und ja. Gut. Jetzt passt natürlich Energy Cannon erstmal ganz gut. Ich würde halt gerne jetzt wirklich massiv Schaden machen, weil sonst ist ja... Ich würde den jetzt eigentlich gerne erledigen. Ob das jetzt reicht, ist halt die andere Frage. Ja, reicht. Jawohl! Medusa ist Level 4, Veskis ist Level 4, Command Post has been scouted. Das ist dann quasi das für die nächste Ebene. Richtig? Ich glaube schon. Gut, dann haben wir wieder gewonnen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.